In einer längst vergangenen Zeit lebten in der Welt von One Piece Lebewesen, die in der Lage waren, die Natur zu kontrollieren. Die Sonne, den Regen, die Erde und den Wald. Manche Völker nannten sie auch Götter. Doch nach 900 Jahren ist von diesen Göttern kaum noch was in der Story zu hören. Man könnte meinen, sie wurden für immer aus der Geschichte ausgelöscht. Doch einer dieser Götter ist zurückgekehrt. Sonnengott Nika hat nämlich alles verändert. Heute schauen wir uns die gängigsten Theorien zu den Göttern in One Piece an. Was hat es wirklich mit Göttern in One Piece auf sich? Gibt es wirklich Götter in One Piece oder ist das eher eine Kritik seitens Oda an dem Konzept von Gottheiten? Lasst es uns herausfinden. Das heutige Video wird euch präsentiert von Opera GX. Meine Partner von Opera GX wollen mit langweiligen Internetbrowsern brechen. Opera GX ist nicht für jeden. Wenn du jedoch Anime, Manga oder Zocken liebst, dann ist das der Browser für dich. Opera GX bietet dir unzählige Anpassungsmöglichkeiten. Mit GX Mods kannst du deinen ganzen Browser anpassen. Such dir einen der unzähligen Anime-Mods aus oder erstelle selbst einen, der am besten zu dir passt. Ändere die Hintergrundmusik, die Tastatur- und Browser-Soundeffekte, das Motiv und die Farben des Browsers, das Hintergrundbild oder aktiviere andere Mods. Im GX Store hast du eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten. Die animierten Hintergrundbilder gibt's zum Beispiel hier. Opera GX hat nun noch eine eigene KI-Integration, die es dir ermöglicht, schnell und einfach auf ChatGPT und ChatSonic zuzugreifen. Ich habe sogar ChatGPT für dieses Video gefragt, was er von meiner neuen Theorie hält. Mit dem Video-Pop-Out musst du nie wieder deinen Crunchyroll-Tab wechseln, wenn du mal kurz was zu einem Charakter oder einer Fähigkeit nachschauen willst. Durch das Video-Pop-Out wird dein Video direkt aus dem Browser gelöst, damit du weiterschauen kannst. Außerdem kannst du in der Sidebar noch weitere Apps integrieren und daraus nutzen, wie zum Beispiel TikTok, Instagram oder zum Beispiel den Messenger. Wenn du Browser-Daten importieren willst, geht die schneller als jeder Anime-Timeskip. Das Importieren der Daten erfolgt mit ein paar einfachen Klicks. Downloade dir jetzt den Opera GX Browser mit meinem Link in der Videobeschreibung oder durch den angepinnten Kommentar in diesem Video. Danke Opera GX für die gemeinsame Zusammenarbeit und nun zurück zum Video. Die Welt von One Piece ist unfassbar divers. Jede Insel hat eine eigene Kultur. Einige dieser Kulturen haben auch sowas wie eine Art Religion und Gottheiten, die sie anbeten. Es gibt verschiedene Formen, wie etwas als göttlich in One Piece angesehen werden kann. Einige der Teufelsfrüchte ermöglichen bestimmten Charakteren gottähnliche Fähigkeiten. Die Fähigkeiten der Logia oder mythologischen Zornfrüchte ermöglichen den Nutzer oft Elemente zu kontrollieren. Doch neben diesen vom Volk gewählten Göttern gibt es auch selbsternannte Götter in der Story. Wir reisen nun nach Skypiea. Die Strohhutbande schafft das Unmögliche. Mit der Hilfe eines Knock-Up-Streams gelangen sie in den Himmel auf die Sky Islands. Doch dieser metaphorische Himmel scheint in Wirklichkeit eine reale Hölle für die Einwohner von Skypiea zu sein. Ein Gott mit den Fähigkeiten von Zeus wütet auf der Insel. Enel ist dieser selbsternannte Gott. Er ist sogar allwissend. Den Einwohnern von Skypiea bleibt aus Angst keine andere Wahl, als Enel als ihre Gottheit zu akzeptieren. Doch eine gewisse Gummibirne stellt sich diesem selbsternannten Gott und besiegt diesen mit der Hilfe seiner Gummifähigkeiten. Laut Nami ist Ruffy der natürliche Feind von Enel. Er ist der natürliche Feind eines Gottes. Was will uns Oda dadurch sagen? Das klingt doch sehr stark danach, dass wir das Konzept von Gottheiten in diesem fiktiven Werk überdenken sollten. Ruffy hat uns aufgezeigt, dass Enel kein richtiger Gott ist. Er ist nicht unbesiegbar. Er hat Schwächen, er kann verletzt werden und seine Fähigkeiten lassen sich durch das Power- und Magiesystem in One Piece erklären. Für einen ungeschulten Charakter in dem One Piece-Universum sind Enels Blitzfähigkeiten das Werk eines Gottes. Doch wenn man von Teufelsfrüchten Bescheid weiß, erkennt man die Logia-Fähigkeiten dieses Nutzers. Für andere ungeschulte Charaktere in dem One Piece-Universum ist die Allwissenheit von Enel eine gottähnliche Fähigkeit. Doch nun wissen wir, dass es sich bei dem Mantra um das Observationshaki handelt. Enel kann durch die Hilfe seiner Teufelsfrucht einen enormen Radius von Observationshaki abdecken. Enel ist kein Gott, nur ein überaus mächtiger Charakter. Ruffy mit seinen Gummifähigkeiten konnte diese vermeintliche Gottheit aus Skypiea vertreiben. Für mich wirkt der Skypiea-Arc in der Retrospektive so, als ob Oda eine Kritik an dem Konzept der Götter äußern möchte. Die Charaktere in dem Universum sollten nicht random einer Gottheit huldigen und irgendwie sinnlose Rituale befolgen, nur weil es eine vermeintliche Gottheit möchte. Oder geht sogar noch einen Schritt weiter. Im Flashback von Nolan und Kagara wird sogar eine Gottheit getötet. Wir reisen 400 Jahre in die Vergangenheit. Grandline, Jaya. Der Hohepriester der Shandia ist erkrankt. Er liegt im Sterben. Laut ihm wurde das Land verflucht und es muss ein Opfer geben, damit ihr Volk und ihre Ernte gerettet wird. Auch Seto, ein Junge aus dem Dorf, bekommt die Krankheit. Ein grünes Mal taucht auf seiner Haut auf. Die Shandia nennen es nur das Mal der bösen Geister. An einem regnerischen Tag macht sich Musée bereit. Sie ist die Tochter vom Shandia-Helden Kagara. Sie soll geopfert werden. Auf einem kleinen Boot wird sie zu einem Altar geführt. Aus dem Wasser erscheint plötzlich der Schlangengott Kashigami. Die Gottheit macht sich bereit, um Musée zu fressen. Doch dann
wird dieser Schlangengott plötzlich von einem Eindringling ermordet. Maron Noland, der Göttertöter. Erst soll Noland zum Tod verurteilt werden, doch dann wird er der Retter dieses Volkes. Im weiteren Verlauf des Flashbacks finden wir dann heraus, dass die Krankheit der bösen Geister in Wirklichkeit das sogenannte Baumfieber ist, welches behandelbar ist. Noland rettet somit das Volk der Shandir und er zeigt Kagara auf, dass er seine Gottheiten hinterfragen kann, um sein Volk und seine Familie zu schützen. Oder zeigt durch den Flashback von Noland und Kagara, dass man nicht blind einer Gottheit folgen sollte, man hat immer noch die Wahl, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. In diesem Flashback wird auch zum ersten Mal der Name vom Sonnengott erwähnt. Musée, die Tochter von Kagara, sagt, dass sie durch ihr Opfer den Sonnengott treffen wird. Hier wird zwar noch nicht der Name Nika gedroppt, es wird jedoch impliziert, dass Oda ihr bereits wusste, was es mit dem Sonnengott auf sich hat. Im Skypiea-Arc wird nämlich Ruffy zum ersten Mal als tanzende Silhouette gezeigt, die sehr an Sonnengott Nika und seine Signature-Pose erinnert. Außerdem wurde Oda mal nach seinen Favorite-Manga-Panels gefragt. Das war zu einer Zeit vor dem Reveal von Gear 5. Odas Favorite-Panel im ganzen Manga ist dieses Party-Panel aus Skypiea. Ich gehe also stark davon aus, dass Oda auf Skype ja bereits wusste, dass Ruffy irgendwann einen Bezug zu diesem Sonnengott haben wird. Denn selbst auf Little Garden hat er schon zwei Charaktere getroffen, die eine Gottheit anbeten, dazu aber später mehr. In diesem Flashback wird nicht nur der Sonnengott erwähnt, es werden drei weitere Gottheiten thematisiert. Auf diese drei Gottheiten will ich gleich noch zu sprechen kommen, lasst uns aber erst noch den Talk rund um den Sonnengott beenden. Nach dem heutigen Wissensstand ist der Sonnengott der Shandia wohl der Sonnengott Nika. In der Vergangenheit haben sie irgendwie Kontakt zu ihm gehabt. Ihr Poneglyph ist ja ein weiterer Beweis dafür. Wir erfahren im Skypiea-Arc, dass die Shandia dieses Poneglyph für jemanden beschützen. In einem großen Krieg wurde die goldene Stadt dann zerstört. Sehr wahrscheinlich waren die Shandia im verlorenen Jahrhundert mit Joyboy und oder Nika verbündet und haben ihm beim Krieg gegen die 20 Königsfamilien geholfen. Die Sonne wird ja nicht nur von den Shandia angebetet, unter anderem haben auch die Minks of Zou, das Volk auf der Fischmenscheninsel, die Königsfamilie von Alabasta, die Samurai aus Wano und eben auch die Riesen von Elbaf einen Bezug zur Sonne, zum Dorn oder zum Sonnengott. Das sind alles Verbündete von Ruffy in der Story und das waren wahrscheinlich auch in der Vergangenheit Verbündete von Joyboy und oder Nika. Die Originalorte der Poneglyphe implizieren eigentlich so gut wie immer Verbündete von Joyboy oder Nika. Diese wichtigen historischen Relikte sind ja dazu da, um die wahre Geschichte zu dokumentieren, die Geschichte, die von der Weltregierung versucht wurde zu verstecken. Wie aber eben bereits erwähnt, gibt es in dem Noland und Kagara Flashback noch drei weitere Götter, die erwähnt wurden. Der Gott des Regens, der Gott des Waldes und der Gott der Erde. Ich vermute, dass es sich hierbei nicht um klassische Götter handelt, sondern um Charaktere, die über bestimmte Teufelsfruchtfähigkeiten verfügt haben und dadurch dann als Götter wahrgenommen wurden. So ähnlich wie Enel als Gottheit angesehen wurde aufgrund seiner Teufelsfrucht. Der Gott des Regens wird sicherlich ein Charakter aus dem verlorenen Jahrhundert sein, der über eine noch nicht bekannte Logia oder mythologische Zoanfrucht verfügt hat, die es ihm oder ihr dann ermöglicht hat, das Wetter zu kontrollieren. Ganz spontan fallen mir hier eine Wolken-, eine Wind- oder eine Wetterlogia-Frucht ein. Wir wissen ja, dass Dragon eine gewisse Wind- und Wetterkontrolle in One Piece hat, eventuell verfügt er ja in der Gegenwart über die Fähigkeiten dieser Teufelsfrucht mit gottähnlichen Kräften. Es würde Dragon dann auch endlich mal etwas sehr Besonderes geben, denn aktuell verliert der Boy ja immer mehr an Hype, dadurch, dass er einfach nicht aktiv ins Geschehen eingreift, beziehungsweise weil er uns nicht wirklich zeigt, warum er der meistgesuchteste Mann in One Piece ist. Ich glaube, dass Oda immer noch mit Dragon delivern wird, aber das wird sicherlich noch das ein oder andere Jahr dauern. Als nächstes haben wir dann den Gott des Waldes. Hier ist die Antwort eigentlich recht offensichtlich. Ich vermute, dass dieser Charakter in der Vergangenheit über die Waldlogia-Frucht verfügt hat und dadurch dann Wälder erschaffen und kontrollieren konnte. In der Gegenwart scheint Aramaki, der neueste Admiral, über die Fähigkeiten dieser Teufelsfrucht zu verfügen. Wir haben auf Wano bereits gesehen, zu was diese Teufelsfrucht in der Lage ist. Das ist ja auch wahrlich eine gottähnliche Fähigkeit, damit kann man einfach Leben erschaffen und kontrollieren. Die letzte Gottheit, die erwähnt wurde, ist der Gott der Erde. Wir haben in der Story schon die ein oder andere Fähigkeit zu sehen bekommen, die einen Bezug zur Erde hat, unter anderem die Sandlogia von Crocodile, die Gesteinsfrucht von Pika oder die Bebenfrucht von Whitebeard. Ich finde aber, keine dieser Früchte ermöglicht es dem Nutzer wirklich, Erde zu erschaffen und entsprechend zu kontrollieren. Ich denke hier auch sofort irgendwie an den Bodentyp aus Pokémon und an die Attacke Erdkräfte. So eine Erdlogia haben wir bisher in der Story noch nicht zu sehen bekommen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir genau sowas im weiteren Verlauf der Story in der Gegenwart sehen. Irgendwie denke ich mir, dass die Riesen von Elbaf im Besitz dieser Fähigkeit sind. Bisher kennen wir ja nur San Juan Wolf und Morley als Riesen mit einer Teufelsfrucht. Ich glaube echt, auf Elbaf bekommen wir noch mehr Riesen mit Teufelsfrüchten zu sehen. Vielleicht ja auch die Fähigkeiten einer Erdlogia. Es muss hier aber auch gesagt sein, dass die Fähigkeiten dieser anderen Götter nicht direkt auf Teufelsfrüchte hindeuten müssen. Immerhin hatte der Sonnengott auch nicht die Fähigkeiten der Mera-Mera-Nomi, sondern einer mythologischen Mensch-Mensch-Frucht. Sein Name hat also eher ein
eine metaphorische Bedeutung. Das könnte auch bei dem Gott des Regens, beim Gott des Waldes und beim Gott der Erde auch der Fall sein. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass diese gottähnlichen Charaktere im weiteren Verlauf der Story noch einmal relevant werden. Der Skypiea-Arc bildet nämlich eine Art Mini-Version von dem Konflikt in der finalen Saga, denn in der finalen Saga von One Piece geht es ein weiteres Mal um vermeintliche Götter. Statt Enel als selbsternannte Gottheit haben wir nun die Tenryubitu, die Gorosei und Imu als selbsternannte Gottheiten. Ruffy als D-Träger und als Gummibirne ist nicht nur ein natürlicher Feind von Enel, sondern auch ein natürlicher Feind der Tenryubitu. Denn die D-Träger sind ja die Feinde der Götter. Die Tenryubitu sind genau wie Enel selbsternannte Götter, doch bei ihnen reicht die Historie rund um ihre vermeintliche Gottheit einige Jahre in die Vergangenheit zurück. Die heutigen Tenryubitu gehören zu den 20 Königsfamilien, die sich dem antiken Königreich gestellt haben und diese besiegt haben. Alles aus dem verlorenen Jahrhundert wurde ausgelöscht und im Anschluss wurde die Weltregierung mit einer neuen Weltordnung gegründet. Das System der Tenryubitu wurde established, die Königreiche, aus denen die Tenryubitu ursprünglich stammen, haben neue Königsfamilien erhalten und alle Infos über die Tenryubitu-Familien wurden ausgelöscht. Lediglich die Nefeltari-Familie blieb im Alabaster-Königreich, wie wir hier aber später erfahren, ist Nefeltari die Lili niemals nach Alabaster zurückgekehrt. Was genau mit ihr passiert ist, bleibt aber weiter unbekannt. Vorher ist es ihr aber gelungen, die Poneglyphe irgendwie auf der Welt zu verteilen, denn anscheinend war die Weltregierung zu einem Zeitpunkt im Besitz dieser historischen Relikte. Wie wir mittlerweile wissen, gibt es auch unter den Tenryubitu einige Abstufungen. Es gibt die normalen Tenryubitu, die sogenannten God Knights und es gibt die Gorosei, die unter anderem den Titel von Kriegergöttern tragen. Und damit haben wir den nächsten Bezug zu Gottheiten. Im Akatark bekommen wir dann ihre Transformation und ihre Fähigkeiten zu sehen. Das Besondere bei der Einführung von den Fähigkeiten der Gorosei war die fehlende Bezeichnung ihrer Teufelsfrucht. Normalerweise, wenn Oda den Namen der Fähigkeiten eines Nutzers präsentiert, wird auch die Teufelsfrucht genannt. Jedoch trugen die Gorosei bei ihrer Vorstellung die Namen von mythologischen Wesen. Es gibt ja schon länger die Theorie, dass die Gorosei wahrscheinlich unsterblich sind, beziehungsweise durch die Operation der ewigen Jugend nicht mehr altern können. Was ist also, wenn die Gorosei niemals in den Besitz von Teufelsfrüchten kamen? Was ist, wenn sie weiterhin die ursprünglichen Nutzer ihrer Fähigkeiten sind? Ihre Fähigkeiten wurden bisher noch nicht in Früchte übertragen. Laut Vegapunk gibt es ja die Theorie, dass die Fähigkeiten der heutigen Teufelsfrüchte durch die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen entstanden sind. Irgendwie wurden diese Wünsche und Bedürfnisse dann nach dem Tod des Nutzers in Früchte übertragen, damit sie jemand anders nutzen kann. Die Fähigkeiten waren dazu da, um einen bestimmten Wunsch oder ein bestimmtes Bedürfnis zu erfüllen. Wenn ein Fähigkeitencharakter dann gestorben ist, wurde sein Wille auf die Frucht übertragen, damit sein Bedürfnis oder sein Traum weitergegeben werden kann. Das ist ja der Inherited Will und eines der zentralen Motive in One Piece. Da die Gorosei damals nicht gestorben sind, sind sie immer noch im Besitz ihrer ursprünglichen Fähigkeiten. Vielleicht war ja ihr Wunsch damals, göttliche Fähigkeiten zu erhalten, um das antike Königreich zu vernichten. Dadurch haben sie sich dann in diese mythologischen Wesen verwandelt und ihr Ziel erreicht. Im klassischen Sinne wären es dann Teufelsfruchtfähigkeiten, aber dadurch, dass die Fähigkeiten nie ein Teil einer Frucht waren, sind es eben keine Teufelsfrüchte. Es ist bisher auch noch unklar, warum heute keine Fähigkeiten mehr durch Wünsche entstehen können. Irgendwie muss das ja in der Vergangenheit gestoppt worden sein. Wahrscheinlich werden wir das im weiteren Verlauf der Story erfahren. Neben den Gorosei gibt es dann ja noch Imu. Bei ihm ist ja das Besondere, dass er von den Gorosei nicht als Gottheit angesprochen wird. Für sie ist Imu der Schöpfer. Wahrscheinlich, weil Imu die Welt erschaffen hat, die wir heute in One Piece kennen. Auch hier werden wir sicherlich noch den Ursprung dieses Titels erhalten. Eventuell hat es ja etwas mit einem steigenden Meeresspiegel zu tun. War die Welt von One Piece vielleicht nicht immer voller Wasser? Im Endgame der finalen Saga von One Piece werden die Tenryubitu jedoch schlussendlich fallen. Die selbsternannten Götter werden von ihrem Königreich auf der Red Line vertrieben. Dabei werden die Riesen von Elbaf sicherlich eine zentrale Rolle spielen. Wir reisen wieder in die Vergangenheit. 100 Jahre bevor die Weltregierung gegründet wurde. In einem idyllischen Dorf spielen ein paar Kinder. Die Erwachsenen sammeln Essen für die diesjährige Wintersonnenwende. Jedes Jahr feiern die Riesen auf Elbaf dieses Ereignis. Durch ihr Fasten beten sie eine Gottheit an. Auch die Riesen von Elbaf haben eine religiöse Gottheit mit dem Namen Sonnengott, den sie anbeten. Bei den Shanti haben wir nie die Connection von Ruffy und Sonnengott Nika zu hören bekommen. Kein Charakter aus diesem Arc connectet explizit Ruffy mit dem Sonnengott. Das haben wir uns als Community selbst zusammengefügt, weil die Hinweise dafür da sind. Doch Boogie und Woogie sagen auf Eckert explizit, dass Ruffy wie ihr Sonnengott aussieht. Diese beiden Riesen sind by the way recht early in One Piece aufgetaucht. Ich glaube, dass Oda auch da bereits den Plan hatte, den beiden eine Connection zum Sonnengott zu geben. Es hat nur eben mehr als 20 Jahre gedauert, bis er die beiden wieder in die Story schreiben konnte. Ähnlich wie die Samurai aus Wano leben die Riesen auf einer isolierten Insel. Ähnlich wie die Shandia beten sie einen Sonnengott an. Oda zeigt uns hier einen deutlichen Kontrast auf, wie unsere Helden und wie unsere Antagonisten über Gottheiten nachdenken. Die Antagonisten ernennen sich selbst zu Gottheiten und unterdrücken andere. Ruffy wird zu einer Art Gottheit, weil er anderen die Freiheit schenkt. Die Ausnahme bilden hier Nolan und Kagara. Nolan tötet ja sogar eine Gottheit, um zu zeigen, dass man nicht blind einfach einer Gottheit folgen sollte. Man darf sie ruhig hinterfragen und seinen eigenen Weg gehen.
Denn Ruffy aka Sonnengott Nika 2 aka Joyboy 2 repräsentiert genau das. Ruffy wurde nun bereits einige Male als Gottheit bezeichnet. Doch Ruffy wird dieser ganze Talk rund um Gottheiten völlig egal sein. Ihm ist egal, ob ihn andere als eine Gottheit ansehen oder ihn Nika oder Joyboy nennen. Für sie ist er alle nur Ruffy. Man soll ihm nicht einfach blind folgen, sondern ihn nur supporten, wenn man das auch wirklich möchte. So ähnlich wie er es ja auch bereits den Mitgliedern der Strohhutflotte gesagt hat. Das wird am Ende auch Odas Message sein. Es ist kein Problem, einer Gottheit zu folgen, aber man sollte immer noch hinterfragen dürfen und seinen eigenen Weg gehen können. Selbsternannte Götter sollte man aber meiden oder man sollte aufzeigen, dass sie fake sind. So wie es Ruffy eben in der Story im Fall von Enel getan hat und im Fall der Tenryubitu noch tun wird. Indirekt hat er es ja bei St. Charles auch bereits getan. Das Konzept der Gottheiten existiert in One Piece, jedoch auf einer Art metaphorischen Ebene. Es gibt zwar Völker, die bestimmte Gottheiten anbeten, jedoch gibt es in der Story keine direkten Götterfrüchte. Es gibt bestimmte Fähigkeiten, die gottgleich wirken, wie zum Beispiel bei bestimmten Logia oder mythologischen Teufelsfrüchten. Nika ist eine Gottheit für die Sklaven, aber auch für die Einwohner von Elbaf und von Shandia. Ich gehe davon aus, dass Nika in der Vergangenheit nicht als Gottheit angesehen werden wollte. Die Völker, denen er aber geholfen hat, haben ihn dann zu einer metaphorischen Gottheit gemacht. Es gibt ja auch neben Ruffy einige Charaktere, die Nikas Werte verkörpern und seinen Willen geerbt haben. Unter anderem Fischer Tiger und Bartholomäus Bär. Beide haben Sklaven geholfen und Freiheit verbreitet. Ich glaube, das ist viel eher, was Oda möchte. Wir sollten uns an positiven Werten der einzelnen Individuen konzentrieren und uns nicht darüber streiten, wer eine Gottheit ist und wer nicht. Was glaubst du? Wird der Gott des Regens, der Gott des Waldes und der Gott der Erde noch einmal relevant für die Story? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wie und warum es dann zur Legende von Nika kam, das könnt ihr euch gerne in diesem Video anschauen. Da gehe ich nochmal ausführlich auf diese ganze Joyboy-Nika-Thematik ein. Und in dem Sinne dann noch vielen Dank an meine Patreons: Maximilian Westermann, Spike Reaper, Kevin Fiedler, Felix Misonet, Super Matthew, Konstantin Mauf, Becke, Marius, Nils Beritzmann, Fusewind, Berndi Puh, Nils Otto und Marc Fees. Vielen lieben Dank und in dem Sinne bis zum nächsten Video. Take care. Ciao, ciao.